Hallo, hier bin ich wieder, euer der Burner. Und zwar haben wir heute was Besonderes vor. Ich habe mir einen Computer bestellt, der heute zusammengebaut werden soll, im Gesamtwert von 5000 Euro. Hier seht ihr schon die Komponenten. Und dafür habe ich mir noch jemanden dazugeholt, den Whitey. Hallo. Denn der hat Expertenwissen im Bereich Computer und ich habe ja da nur so ein Anfängerwissen. Und dann erzähl uns doch mal, was wir hier Schönes haben. Ja, da du uns ja so ein großes Budget so bereitgestellt hast, habe ich mal was Schönes zusammengesucht. Wir fangen mal an mit dem Board von Asus. Natürlich wieder das Maximus 6 Extreme. Viel mehr geht nicht. Eine 2 TB 970 EU SSD. Auch wieder nur das Feinste vom Feinsten. Wo wir schon mal anfangen, und zwar, wir haben das Netzteil von Corsair genommen, weil wir uns jetzt noch ein bisschen darauf eingestimmt haben, dass wir alles von Corsair nehmen wollen. Das hat was damit zu tun, dass wir die RGB-Steuerung aufeinander abstimmen wollen. So, passend dazu haben wir dann natürlich auch eine AIO-Wasserkühlung von Corsair, die H115i, damit unser i9-Prozessor natürlich auch genügend Kühlung bekommt. Jo. Weiter dazu kommt natürlich auch noch der Arbeitsspeicher von Corsair, natürlich auch mit RGB-Beleuchtung. Hier verbauen wir 4x16 GB mit 3200 MHz, also insgesamt 64 GB RAM. Das Gehäuse wird das Corsair Obsidian 500D, auch wieder praktisch mit 3 RGB-Lüftern verbaut. Und hier ist natürlich auch schon das Commander Pro vormontiert, was uns natürlich auch helfen wird, später alles zu steuern. Ja, fangen wir doch mal direkt mit dem Herzstück an. Mit dem i9-Prozessor. Schön verpackt in einer Samttasche. Da macht das Auspacken doch wirklich Spaß. Packen wir das erstmal beiseite. Als er angekommen ist, habe ich mich gefragt, was zum Teufel ist das denn da noch in diesem Beutel? Ich dachte als erstes, das ist irgend so ein Gratisgeschenk oder sowas. Und dann hat er mich angelächelt. Ja, das ist auch immer das Schöne daran. Deswegen sage ich auch nochmal vielen Dank, dass ich da mitmachen darf, das zusammenzubauen. Es ist doch immer wieder cool, so eine Hardware zu verbauen. Ja, kommen wir zum Motherboard. Da haben wir uns für das Asus ROG Maximus 11 Extreme entschieden. Und jo, was sagst du, sollen wir es mal auspacken? Das finde ich eine gute Idee. So, vorsichtig öffnet sich der Karton. Ja, wir haben euch mal ein bisschen näher rangeholt, damit ihr auch erkennen könnt, was wir hier verbauen. Und zwar kann man sehen, dass das farblich sehr gut passen wird zu dem Gehäuse und vor allem auch zu der Grafikkarte, die ja leider noch nicht da ist. Aber was ich zu dem Board für euch noch erzählen wollte, ist die Besonderheit an dem Board, was uns so gut gefallen hat, ist dieses kleine Display, was hier oben die tatsächliche Takt der CPU anzeigen kann. Sowohl wollen wir natürlich auch den i9 in einem Board verbauen, was den ganzen auch noch ein bisschen Raum bietet für Übertakten. Oh, da kann man sogar direkt starten hier mit dem Knopf. Ja, bei den neuen Boards haben viele mittlerweile einen direkten Button auf dem Board mit Start und Reset. Sowie hier oben auch eine kleine LED-Anzeige oder Display-Anzeige, die einen, Fehlercode anzeigen kann, wenn das Board nicht oder wenn der PC nicht startet. Kommt hier oben ein Code raus, eine Nummer, die man dann im Handbuch nachlesen kann, über der man erfahren kann, was denn eigentlich das Problem ist. Ja, kommen wir weiter zur Kühlung der ganzen. Und zwar haben wir uns für eine AIO von Corsair hier entschieden. Ich glaube, wir packen die einfach mal aus. Die Lüfter sind nicht vormontiert. Sind 240er auch, wieder mit RGB-Beleuchtung. Und natürlich der Radiator, wie immer bei einer AIO schon vorbefüllt. Zusammen mit dem Block inklusive Pumpe. Hier ist die Beleuchtung auf der Pumpe selber, ist auch nochmal mit RGB, was sich natürlich nachher auch wieder alles über die Software steuern lässt. Kommen wir zum Netzteil von dem Ganzen. Und zwar haben wir uns hier auch für eins von Corsair entschieden. Und zwar ein voll modulares System, dass wir quasi nur die Kabel verbauen, die wir auch wirklich brauchen. Damit da nicht so viel Kabel rumhängen wie heute. Ganz genau. Das finde ich gut. Das sieht dann ganz wieder ein bisschen cleaner aus, ne? Hier vorne sind auch schon die Anschlüsse, wo dann nachher die ganzen Stromkabel angeschlossen werden. Und ja, viel mehr gibt es zu dem Netzteil eigentlich auch nicht zu sagen. Außer, dass wir hier oben noch eine kleine Steuerung für den Lüfter haben. Und zwar hat er einmal eine Hybrid- oder eine normale Steuerung.
mit der quasi die Drehzahl des Lüfters gesteuert wird. Und die kann zum Beispiel, wenn das Netzteil gerade nicht so viel Strom braucht, weil der PC im Idle ist, komplett aufhören zu drehen und bleibt stehen. Kommen wir zum Arbeitsspeicher. Da haben wir uns natürlich auch für Corsair entschieden. Auch wieder schön mit RGB. Diesmal 4x16 GB. Gesamt natürlich 64 GB, 3200 MHz. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Ja, kommen wir zur SSD. Da haben wir uns für eine 2 TB von Samsung entschieden. Das ist eine VNAN SSD, die besonders schnell ist. Und dann wollen wir noch mal schauen, was da drin ist. Das VNAN macht, dass sie echt schnell ist. Genau. Es gibt auch die ganz einfachen SATA, auch im M2-Format. Die sind nicht ganz so schnell, kosten aber eigentlich fast genau das gleiche. Also eigentlich lohnt sich das fast gar nicht mehr, die zu holen, meiner Meinung nach. Die ist ja klein. Ja, es ist schon witzig, wie viel Speicher auf so ein kleines Teil passt und wie schnell das nachher letztendlich ist. So, mir gibt es eigentlich noch nicht zu sagen. Dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze mal zusammen. Ja. Damit ist er jetzt fertig, der neue Gaming-Rechner. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und euch hat der Whitey gefallen. Und dann bleibt mir nichts anderes als bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!